Hallo, meine geflügelten Freunde, und ein herzliches Zeitag! Willkommen zurück zu Beholder. Es ist ja jetzt schon so einiges passiert, und wir müssen dem Herrn Schimmer immer noch helfen, indem wir für ihn Papiere besorgen, damit er endlich über die Grenzen kommen kann. Und zudem wird jetzt wohl auch noch in der Folge was anderes passieren, denn unsere Tochter ist krank. Mal hoffen, dass wir sie retten können. Hallo, Dokumente. Ich kann auch immer nicht glauben, dass Sie sich entschieden haben, uns zu helfen. Und welche Neuigkeiten? Nehmen Sie Ihr Abwesenheitszertifikat. Sie sind jetzt ein freier Mensch. Unglaublich, Sie haben es getan. Jetzt wird sie nichts mehr vom Auswandern abhalten. Ich fürchte, es ist nicht gut. Meine Frau hat versucht, Zugtickets zu kaufen, aber sie haben ihr keine verkauft. Scheinbar stehen wir auf der schwarzen Liste. Wir müssen einen Weg finden, die Stadt zu verlassen und so weit wie möglich wegzukommen. Oder sogar das Land verlassen. Können Sie mir helfen? Ich werde versuchen, mir etwas zu überlegen. Schlussendlich ist es nur eine schwarze Liste und keine Liste von Menschen, die hingerichtet werden sollen. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Ich habe begonnen, an die Menschen zu glauben, als ich ihnen begegnet bin. Oh, ich hoffe so sehr, ich kann dir helfen. Aspirin. Woher bekommen wir jetzt Aspirin? Schimmer bei der Flucht helfen. Ja. Moment. Ist da jemand zu Hause? Nein. Dann lass uns mal hier rein. Ich weiß nicht, ob das gut ist in seiner Anwesenheit, aber ich sehe jetzt den Typen auch nirgendwo. Dann müssen wir da mal rein. Hat er vielleicht Aspirin zu Hause? Was ist das? Schiffsmodellbuch, Zahnbürste, Tagebuch, bla. Ausweis. Oh, muss ich vielleicht. Kann ich ihm sagen, nee, es bringt nichts. Das sind andere Leute, ne? Briefmarken. Hey. Auch Aspirin. Okay, ich sammle einfach auch ein paar Infos über ihn. Ja, Mist. Der kommt jetzt von seinem Date zurück. Haben Sie zufällig Aspirin für meine Tochter? Ja, genau, nach Aspirin fragen. Gut. Guten Tag, Alois. Haben Sie Aspirin? Warum mögen alle diese Pillen? Können Sie mir diese Medizin beschaffen? Es bricht mein Herz, das sagen zu müssen. Aber nein. Aber ich bin nicht berechtigt, Arzneimittel zu verschreiben und zu erhalten. Sie müssen ins Krankenhaus oder mit jemandem tauschen, der seins nicht braucht. Och, ernsthaft. Ich finde es schön, wenn Sie auf einen Plausch vorbeikommen. Ich habe gehört, dass es in den nördlichen Minen einen Unfall gab. Es soll Opfer geben. Es steht noch nicht in der Zeitung. Ah, oh, hat schon Tratsch. Ah, Martha ist krank. Wie kriege ich Aspirin? Und wie kann ich ihm bei der Flucht helfen? Und was möchte er? Hallo? Fragen, was passiert ist. Clara, mit der Sie mich bekannt gemacht haben, ist wundervoll. Darf sie bei mir einziehen? Verstößt das echt gegen die Regeln? Mineralwasser, Sing, legal, Herstellung von Medikamenten. Naja, sie ist ja nicht kriminell, oder? Ist sie kriminell? Danke, ich werde zahlen. Nö, eigentlich nicht. So, wir gehen mal hier hoch. Gucken mal, ob hier jemand zu Hause ist. Nee. Lass uns mal schnell da rein. Okay, schnell hier rein. Da machen wir mal die hin. Da.
Hier hin? Komm schon. Kommt niemand, oder? Da irgendwas? Ist der Hilfe? Oh, Schacht. Kommen die jetzt nach Hause? Ja, Mist. Oh, beeil dich. Hat hier einer von euch vielleicht Aspirin? Oh. Was du denn? Was möchten sie von dem Archivar? Wir fragen erstmal nach Aspirin. Haben Sie Aspirin? Aspirin? Nein, ich kenne mich mit Medizin nicht aus. Meine Frau kümmert sich darum. Oh, okay. Ich habe meine Brille verloren und kann ohne sie nicht mehr im Archiv arbeiten, Carl. Helfen Sie einem alten Mann und suchen Sie im Haus danach. Ich habe sie entweder vergessen oder verloren. Eine ganz normale Brille, aber ohne Rezept bekomme ich keine. Rosa wird morgen hingehen und den Gutschein dem Arzt bringen. Ich kann keinen ganzen Monat warten. Okay, ich suche sie im Haus. Schnell, ich könnte deswegen meine Arbeit verlieren. Ja, bleib mal ganz ruhig. Wir finden deine Brille. Aber wir brauchen erstmal Aspirin für unsere Tochter. Wissen Sie, wo ich Aspirin kaufen kann? Ich weiß nicht, mein Lieber. Das hat man mir im Krankenhaus gegeben. Haben Sie Aspirin? Können Sie mir die Tabletten geben, Rosa? Sie können im Gegenzug auch alles von mir haben. Meine Tochter ist krank. Was wollen Sie? Das Wetter ist schrecklich. Dann bringen Sie mir eine Strickjacke. Die Strickjacke suchen und das Gespräch später fortsetzen. Ich hoffe, dass mein Mann die Pillen nicht einnimmt, bevor sie wiederkommen. Okay, Brille und die Jacke. Wo suche ich denn jetzt am besten die Jacke? Oh! Hallo, Clara. Wir gehen mal zu ihm. Hier. Haben Sie eine Strickjacke zufällig? Blaue Krawatte. Oh, es gibt noch mehr. Okay. Eine Strickjacke. Haben wir genug? Haben wir. Wir könnten sogar Aspirin kaufen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, sie raucht auch. Schön. Ich muss jetzt mal mit Rosa sprechen. Und die Brille müssen wir noch suchen. So, Rosa. Hallo. Die Strickjacke. Hier sind die Tabletten. Gut, danke schön. Danke, danke, danke. Dann rennen wir jetzt hier runter. Was ist Karl? Über Marthas Gesundheit und Aspirin. Wie geht es, Martha? Hast du Aspirin gefunden, Karl? Martha, geht es schlechter? Ja, nimm das. Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung. Momentan ist jeder krank. Danke. Ich denke, sie wird sich in ein paar Tagen besser fühlen. Okay. Was ist, Karl? Kaputter Fernseher. Oh, wir haben eine neue Anordnung. Die Herstellung... Nee, die ist alt. Mineralwasser. Es ist verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. Boah, okay. So, unser Fernseher ist kaputt. Pass bitte auf oder ruf einen Mechaniker. Ich werde nachsehen, wenn ich Zeit habe. Ich werde es so bald wie möglich, wenn ich Zeit habe. Womit verbringst du deine Zeit? Jeden Tag derselbe Trickfilm. Das weiß sie auswendig. Du isst jeden Tag dasselbe. Was schlägst du vor? Dich nicht zu füttern? Tu zumindest so, als ob du für das Kind da wärst und reparier diesen verdammten Fernseher. Okay. Ja, Vater? So, nach der Brille fragen. Hast du die Brille gesehen, die dem alten Mann aus dem ersten Stock gehört, Patrick? Nein, entschuldige, ich muss gehen. Ey, hast du seine Brille zufällig geklaut? Ich muss mit dir sprechen, Vater. Was ist passiert?
Ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt und möchte fragen, ob sie mit mir ausgeht. Die erste Nacht der Hoffnungslichter wird in einigen Tagen stattfinden. Es sind auch Schauspieler aus der Hauptstadt angekommen. Warte, wer ist dieses Mädchen? Andrea Gorczyk. Sie ist wunderschön und klug. Sie geht gerne ins Theater. Ich habe gehört, sie möchte zur Premiere gehen. Es ist meine Chance, Vater. Ich habe nicht genug Geld für die Karten. Wie viel? 550? Das ist viel Geld. Wollen wir ihn gehen lassen? Ich würde ihn gehen lassen. Weil wer weiß, wann er wieder so tolle Sachen machen kann. Wenn wir vielleicht noch erwischt werden, weil wir dem alten Herrn Schimmer helfen. Wir geben ihm das Geld. Komm, was soll der Geiz? Das Theater ist ein reizender Ort, mein Sohn. Hier ist das Geld. Danke, Vater. Du bist der Beste. Okay, noch für Blumen. Guten Rat geben. Hier, komm, Blumen auch noch. Nimm etwas Kleingeld für Blumen mit. Vergiss nicht, dich vor deinem Date zu waschen. Man sollte nicht schmutzig ins Theater gehen. Verstanden? Erzähl es nicht Mutter, sonst gießt sie noch eine ganze Flasche Eau de Cologne über mich. Du kennst sie. Sie meint es ja nur gut. So, Fernseher reparieren. Dann gucken wir uns das mal an und reparieren es. So, da haben wir noch ganz viel Zeit. Da klingelt noch nichts. Die Brille suchen. Okay. Wir gucken mal bei uns kurz nach. Vielleicht haben wir ja irgendwo die Brille liegen. Ich habe auch irgendwo eine Brille gesehen. Nee. Oh oh, du darfst nicht pfeifen. Auch nicht sichtbar. 9 Briefe. Kann ich damit irgendwas anfangen? Nee, keine Ahnung. Auf dem Stuhl ist bestimmt kein... Keine Brille, aber wir gucken mal. Als ob. Fernseher ist repariert. Auch nur Zahnpasta. Hier ist eine Brille. Aber ist das seine Brille? Ich weiß es nicht. Oh. Wieder neue Aufträge. Was ist, Karl? Erfahren, was passiert ist? Martha fühlt sich schlechter, Karl. Das Aspirin hat nicht geholfen. Es braucht einen Arzt. Finde einen Arzt. Willst du nicht mit Martha ins Krankenhaus? Wir waren bereits bei ihrem Arzt. Er hat uns empfohlen, Aspirin einzunehmen und die Nase mit Seife zu waschen. Mit Seife, Karl. Wie kann ich die Nase meines Kindes mit Seife waschen? Finde einen guten Arzt für unsere Tochter. Na, zum Glück haben wir einen im Haus, ne? Wie gut, dass ich den hier einziehen lassen habe. Nee, halt, ich muss ja nur klopfen. Ach, komm mal ein bisschen schneller. Nee, du hast doch gar kein Anliegen an mich. Das ist doch dein Mann. Egal. Oder hast du... Ach doch, du. Hallo, mein Hübscher. Hallo? Über die Anzeige sprechen. Haben Sie viele Anrufe auf die Anzeige bekommen? Mindestens 40. Eine schöne Frau zieht immer Verehrer an, wissen Sie? Aber Aloysius ist der beste Kandidat. Ich wollte immer schon mal einen bekannten Arzt kennenlernen. Glauben Sie, dass er hier viele Prominente kennt? Weiß nicht, aber ich glaube viele. Toll, ich kann es gar nicht erwarten, ein Essen mit seinem Freund zu veranstalten. Ich
Okay, die ist mir nicht ganz geheuer. Sie nutzt ihn doch nur aus, den armen Kerl. Was wollen Sie? Sie haben mich durchschaut, lieber Karl. Das reicht vorerst. Besorgen Sie mir eine Flasche mit etwas Hochprozentigem. Ich werde sie gut bezahlen. Mir ist langweilig. Okay. Alkohol. Naja, so viel bietet sie mir auch nicht dafür. Ich möchte mit ihm hier reden. Neue Nachricht erhalten. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Theaterskandal. Die erste Abendvorstellung des Stücks von Liebe und Frieden aus der Hauptstadt wurde zum Skandal. Ein Teil des Publikums verließ den Saal vor dem Ende. Theaterstücke sollten echte Menschen porträtieren und keine dämlichen Geschichten zeigen, die nichts mit der Realität zu tun haben, sagte Bruno Raus, Leiter der Abteilung für Freizeitbeschäftigung der Fabrik Nummer 1. Die Verwaltung des Theaters versprach, das Stück aus dem Programm zu nehmen und sicherzustellen, dass zukünftige Aufführungen nicht die Gefühle der Arbeiter verletzen. Oh, man kann noch umdrehen. Die Stimme der Wahrheit. Zum ersten Mal in 3 Jahren kamen großartige Schauspieler in unseren unscheinbaren Ort und sie wurden ausgebuht. Von Liebe und Frieden, das neueste Theaterstück, welches in unserem örtlichen Theater Premiere feierte, wurde aus dem Programm genommen, als wutentbrannte Bergarbeiter sich weigerten, die Liebesgeschichte anzusehen. Wirklich übel kann man es ihnen nicht nehmen. Im Leben eines gewöhnlichen Arbeiters ist kein Platz für derartige, tiefgründige Gefühle. Nur für Arbeit, Zankereien und Geschichten aus dem Lebensmittelladen. Aber Kameraden, wir dürfen uns unser Empfinden für Ästhetik nicht von unserer Versklavung nehmen lassen. Geht ins Theater. Aber wer arbeitet dann? Unser Land braucht unsere Arbeit, keine Shows. Okay. Können wir mit dir kurz reden? Ich muss dir irgendwie was beschaffen und damit du gehen kannst. Nach der Flucht aus der Stadt fragen. Haben Sie darüber nachgedacht, wie man die Stadt verlassen kann? Unglücklicherweise weisen alle Zeichen auf Selbstmord hin. Oh nein. Nach der Flucht aus der Stadt fragen oder Konversation beenden. Alles Gute, Karl. Okay. Aber Selbstmord soll er ja nicht begehen. Können wir irgendwas kaufen? Nee, das sind einfach nur die Reparaturkits. So, da oben haben wir Kameras. Kannst du irgendwas über die Brille sprechen? Haben Sie meine. Ist das Ihre Brille? Nein. Meine hatte Klebeband am Ohrstück und die Fassung war braun. Okay. Wo könnte die Brille sein? Da ist niemand zu Hause. Nein, geh da mal rein. Vielleicht ist die ja irgendwo hier. Na, ein bisschen schneller suchen vielleicht. Hier ist eine Brille. Nein, nicht stehlen. Wohl. Stehlen? Vielleicht kann ich dann sagen, hier, ich habe die Brille gefunden. Die Frau ist verdächtig. Muss mal aufpassen, dass niemand... kommt. So, hier rein.
wir hier irgendwas? Oh, Notizen. Ah, nein, nein, nein. Und da. Oh, die Frau kommt zurück. Hm. Habe ich noch die Zeit? Wahrscheinlich nicht. Die erwischt uns. Das erwischen. Okay, das war knapp. So, was ist denn hier unten los? Ach so, die ist gar nicht da hochgegangen. Oh, Gott sei Dank. Was ist denn mit unserer Frau schon wieder? So, wie kann ich helfen? Was möchtest du, Anna? Ich brauche Geld für Energierechnungen. $700. Ah, okay, hier bitte. Das ist wichtig. Rechnungen sind wichtig. Danke, Karl. Du bist fantastisch. Ey, und B, du gibst das für was anderes auf, aus, Vibe, ne? Will nicht geholfen haben. Clara hat nach Alkohol gefragt. Dazu müsste nur erstmal der Händler kommen. Die ist so verdächtig, die Frau. Hallo, mein Hübscher. Ich habe noch gar keinen Alkohol. Oh, ich könnte mal mit ihm reden. Da, haben wir Alkohol? Nee. Ich habe jetzt aber ganz viele Brillen im Inventar. Was möchtest du über die Brille sprechen? Haben Sie meine Brille gefunden? Ist das Ihre? Nein. Wo ist denn die Brille? Er könnte sie haben. Irgendwer von euch eine Brille gesehen? Ja, Vater, nach der Brille fragen. Nein, entschuldige, ich muss gehen. Nicht hier irgendwas? Oh, wir sprechen mal mit seiner Frau. Vielleicht hat sie ja die Brille gesehen. Schönen Nachmittag? Nein. Hm. Oh, er spielt. Oh, der Händler. Hm. So, wir möchten bitte Alkohol kaufen. Gott, so teuer. Mist, und wir hatten erst noch Whisky da gehabt. Hm. Ist die Frage, möchte sie Whisky oder möchte sie Wein? Wahrscheinlich eher Whisky. Wir fragen sie mal. Vielleicht hat sie ja die Brille gesehen. Ach, und ich muss noch mit dem Arzt sprechen. Stimmt. Da unten. Sie ist ja krank. Spielst du mit mir? Nein. Hast du Mark Rennigs Brille gesehen, Martha? Wer ist das? Der alte Mann, der am ersten Stock wohnt. Nein, das war ich nicht. Aber wenn du mir Süßigkeiten gibst, sage ich dir, wer es war. Süßigkeiten anbieten? Ich werde Süßigkeiten kaufen und sie dir bringen. Dann werde ich erzählen, wer die Brille gefunden hat. Na, wow. Haben wir keine Süßigkeiten mehr? Doch, wir haben nur noch Süßigkeiten. Zählt das nicht. Hallo. Über Krankheit sprechen. Lois ist meine Tochter, ist krank. Können Sie sie untersuchen? Ich werde sie auf jeden Fall untersuchen. Das ist meine Pflicht. Ich bin Arzt. Oh, danke schön. So, wir reden nochmal mit ihm. Oh, die Arme. Okay, Moment. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich hätte gern Süßigkeiten. Schokoladensüßigkeit. Kann sogar eine Jeans kaufen. Andere Süßigkeiten hat er ja nicht, ne? Dann machen wir das so. Gehen hier runter. So.
spielst du mit mir nach der Brille fragen? Ist das Süßigkeiten anbieten? Ich habe gesehen, wie Patrick die Brille unter dem Küchentisch hervorgeholt hat. Er putzte sie mit seinem Ärmel, probierte sie und steckte sie dann zurück in seine Tasche. Ich verstehe, Patrick. Also doch der Sohn. Du wirst doch nicht mit ihm schimpfen, oder Papa? Naja. Wo ist denn unser lieber Herr Sohnemann, hm? So, wir haben hier keine Rechnungen drin. Es ist verboten, ausländische Musik zu besitzen. So, Sohnemann. Ganz schnell hierher. Ja, Vater. Erfahren, was passiert ist. Hast du Probleme an der Uni, Sohn? Ja, Vater. Der Dekan hat einen weiteren Spendensammler beauftragt. Es ist eine Menge Geld und ich weiß nicht, woher ich so viel bekommen soll. Wie viel? $7,500. Oh mein Gott. Was? Sind die verrückt? Das Volk hat kein Geld. Wenn das so weitergeht, ist keiner mehr übrig, um zu unterrichten. Aber das ist vielleicht die Absicht. Wir werden sehen, was wir tun können. Im schlimmsten Fall suchst du dir einen Job. Das Land braucht Bergarbeiter. Sehr lustig, Vati. Vielen Dank. Es ist eine Menge Geld so. Und es ist nicht einfach, so viel zu bekommen. Ich werde es versuchen. Ja, du wirst mir aber schön erstmal die Brille wiedergeben. Was hast du mit Anneks Brille gemacht, Patrick? Ich habe nichts getan. Ich bin mir sicher, dass sie unter dem Küchentisch war. Gib sie sofort zurück. Bis der alte Mann die Polizei gerufen und uns des Raubes angeklagt hat. Okay, hier ist sie. Ja, danke schön. Ich trage sie in der Uni, um älter und schlauer auszusehen. Ich habe nicht gewusst, dass der alte Mann deswegen eine Szene machen würde. Ich wollte sie zurückgeben. Wirklich. Versuchst du älter oder schlauer auszusehen? Nutze deinen Kopf statt der Brille. Jetzt raus mit dir. Genau. Hier hoch müssen wir. Oh Gott, hier geht's immer noch schlechter. So, da ist aber nichts mehr. Am Rande des Rauswurfs. Wir haben aber keine $7,500. Ja, da kommt schon der Ältere her, gut. So, wir haben deine Brille. Ja. Haben Sie meine Brille gefunden? Ja, das haben wir. Mein Sohn hat sie genommen. Er wollte an der Universität elegant aussehen. Schauen Sie unter den Küchentisch. Sie lügen. Meine Frau und ich haben in jeder Ecke und Ritze gesucht. Ihre Wohnung ist doch schmutzig. Frag mich, ob Ihre Frau diese Ecken und Ritzen jemals geputzt hat. Ich werde mich über die unhygienischen Umstände in diesem Haus beschweren. Dann werden sie gefeuert. Das Glas ist schmutzig. Die Menschen heutzutage sind scheußlich. Es war nicht so, als ich jung war. Oh, komm schon, jetzt beschwer dich nicht. Immerhin hast du deine Brille zurück. So, und wie es weitergeht, schauen wir dann im nächsten Teil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like und Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.